Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Forest Let's Play. Und zwar nicht nur mit mir, hey, das wäre zu langweilig, sondern auch mit der lieben Buggy Bird und mit dem, der jetzt gerade wegrennt, Hiski. Ja, wer will schon von dir Genau. begrüßt werden? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Haben sie? Ich dachte ja, ich dachte, ich schalte jetzt ab. Ich wollte das gerade schieben. Ich denke, wir müssen uns alle noch ein bisschen an das Gameplay gewöhnen. Außer Hiski, der kann das, der ist eigentlich schon Pro-Gamer in diesem Spiel, aber. High-End, High-End. Ja. Los, Buggy. Ja, genau so. Ja, du schiebst das echt toll. Gut gemacht. Wup, wup. Jetzt habe ich ja eigentlich Möwenfleisch hingelegt in der letzten Folge. Wo ist das hin? Es dauert ein bisschen, bis das gekocht Aber wird. ich sehe es nicht mehr. Huch. Was hat denn jetzt Pling gemacht? Ah, doch, da oben ist es irgendwo. Baumstämme. Wir brauchen mehr. Viel, viel mehr. Unten links sieht man ja, wie viele man braucht. Von daher. Und das nur für die ehemalige Berliner Mauer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Außer wir. Was ist denn er? Ach so. Okay. Oh, ein Regenbogen, wie schön. Was? Oh, ich. Ah ja, Ach, tatsächlich. oh. Es ist voll cool, wenn Spiele sowas Oh. einbauen. Er ist weg. Mein Möwenfleisch ist nicht mehr essbar, glaube ich. Oh, ich hab. Nein, ich bin schon wieder ins Feuer gerannt. Hilfe. Oh nein. Zählt doch bitte die Kommentare mit, wie oft sie da reinrennen. Danke. Oh Gott, wir brauchen hier echt was Wassermäßiges, damit ich mich. Ich bin fast am Sterben, Wir glaube ich. sind von Wasser umgeben. Ja, aber es ist so hoch. Ja, ich brauche was zu essen. Ich muss auf Jagd gehen. Da hilft Ich glaube, du hast in deinem geht jetzt Inventar einen kein. Snickers. Ja, habe ich. Ich habe mich jetzt gerade, aber du weißt, ich habe einen großen Hunger. Okay, zwei Snickers. So, ich habe jetzt noch mal eine Möwe gekillt. Diesmal bitte das Fleisch nicht verbrennen lassen, Dankeschön. Ja, scheiß Ausdauer. Kein Fan von Survival-Spielen, deswegen. Ausdauer, immer diese Ausdauer. Was macht Tiske überschwätzt über Ausdauer? Was macht er? Er rennt herum, um auf die Ausdauer zu warten. Ich sei nicht der Schlau heute, danke. Hast du auch Hunger, Buggy? Ja, ich habe gerade schon geguckt, ob da was drauf liegt, aber Ja, da liegt was jetzt drauf. Du Hunger. kannst das gerne nehmen. Ich habe noch fast Hälfte des Magens. Voll. Also da auf der Anzeige rechts unten. Du kannst es essen, Buggy, wenn du willst. Es ist jetzt Sonst frisch. verbrennt es. Sobald du Ah. Pac-Man siehst, kannst du es essen. Sehr gut. Das ist aber ein echt schönes Ah, Spiel, vielen ne? Dank. Muss man wirklich sagen. Also von der Optik, ja. Auch vom Gameplay und so. Also, wo ist eigentlich unser Schlitten? Ach, da hinten. Na, den habe ich da vergessen, ja. Ich hatte ihn schon einmal wieder voll hingefahren. Aber bitte nicht ins Feuer. Nicht so wie ich. Nee. Ich nehme den schon. Alles gut, ich fahre den. Auch bitte nicht. Huch. Ah, jetzt kann ich nicht mehr so easy durch. Ah, doch, warte. So. Boah, hier ist schon wieder fleißig am Tüt, Bäume metzeln. Was soll ich denn sonst machen den ganzen Tag? Boah, das ist echt. Es gibt hier nun mal kein Internet und Strom und kein PC. Oh Gott. Sie haben gerufen. wie komme ich nochmal? Achso, ja. Also ein kleines Warum Skillsystem in kriege diesem ich Spiel wäre jetzt eigentlich cool erst, gewesen. warum kriege ich jetzt erst die Steam-Errungenschaft First Night? Das ist schon irgendwie 5 Minuten hergefühlt. Hallo, die Nacht ist doch jetzt erst vorbeigegangen. Hast du es nicht Jo. gesehen? Hast die Bildschirmhelligkeit zu hell gestellt? Ja, ich sehe eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Bäumen und Wiesen und so. Eigentlich müsste man jedes Mal schreien, wenn der Baum fällt, dass der Baum fällt. Arbeitsschutz Ich haben wir nicht musste so. so lachen über deinen. Oh, ah, Hilfe. Ich musste so lachen über deinen Kommentar bei einem von meinen Näheren. Das war das, glaube ich. Ja, da wo der. Ach nee, das darf ich ja gar nicht sagen wegen. Nee, darf ich nicht sagen. Wegen? Okay. Wegen Buggy. Ich weiß nicht, ob sie da schon.
Ach so, ja, ich jetzt weiß ich nicht, welche Szene du meinst, ja. Ja, mit dem Baumfeld. Nee, das sie noch nicht. Ich musste so lachen. Also. Mehr passt nicht drauf, ne? Nee. Ja, nehme ich noch ein paar so. Man könnte auch einen zweiten Schritt bauen. Ach so. So. Baum. Wir sollten vielleicht ein Bauteam und ein Jagdteam machen. Weil wir brauchen echt Essen, wir haben zu wenig zu essen. Mhm. Ja, das andere Problem ist, man kann nicht wirklich für andere was holen. Ah, wir können andere Sachen. Oh, doch, doch, es gibt eine Möglichkeit. Ja, na, gut. Huh. Klar, wir haben noch dieses, gab es nicht dieses Trockengedöns, wo man das da hinhängen kann? Ja, ja, genau, daran habe ich auch gerade gedacht. Ich kann auch vielleicht zwei Bäume. Kiski, keine Wege doppelt gehen. Effizient. Effizienz. Je, nur noch 48 Baumstämme. Manchmal geht das schneller, als man denkt. Mm-mm. Dann ist man fertig, denkt man sich so, was machen wir jetzt mit der Basis? Dann sind wir nie wieder drin, weil wir die ganzen Quests machen. Das kann passieren, ja. Machen wir hier ein Fenster rein, ist in Ordnung. So ein Spannerloch. So, wo sind jetzt die ganzen Baumstämme? Sind die eher so... Links. Eher so links, okay. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Sorry. Fast gegen Buggy geknallt. Zack, zack. Ach, ich drücke mal Tab, das ist unglaublich. Ein paar Stocklager, ja. So. Immer noch die falsche Taste. Ich sollte die Taste vielleicht umbelegen. Aber nur vielleicht. Aber in deinem näheren Let's Play hast du ziemlich häufig Escape gedrückt. Ja, weil ich gewohnt bin, wenn du, egal was du offen hast und drückst dann Escape, dass das Fenster geschlossen wird. Jedes Mal. Ich kann es mir nicht abgewöhnen. Das ist das Problem. Ich finde es übrigens schön, wenn man die Baumlager anfängt, wo der erste Stock hingebaut wird. Oh, die Mauer, die sieht so wunderschön aus, also von hier hinten. Ich bin begeistert. Nein, ich wollte nicht... Ach, falsche Taste. Effizienz über Optik, Madame. Es ist doch alles egal, Hauptsache es ist effizient. Hauptsache es funktioniert, wie es funktioniert. Ich wollte gerade einen Kommentar zu meiner Arbeit bringen, aber das sage ich lieber nicht. Sag an. Nee, bei uns sieht auch nicht alles so schön aus. Und trotzdem, sag mal, es muss Effizienz. Alles Effizienz. Guck mal bitte dieses Baumstammlager an hier, ne? Guck mal, wo der erste Stock hingebaut wurde. Wie es so verbrennt hier die ganze Zeit. Ja, dieses... Oh. Also als wären die in Öl getaucht hätten. Junge, Junge. Ja. Guck dir diesen Stock an. Wieso wurde der da platziert? Hä? Es ist der Messias. Oh, man kann nicht da... Ich geh mal lieber hier raus. Stimmt, man kann die ja doppelt so groß machen, wenn man nochmal R drückt drauf. Ah, ich habe ja schon alle Stückchen weg. Stimmt. Einfach, so, einfach eine Masse. Ist in Ordnung. Hm. Um Stocklager zu bauen, brauchen wir erstmal Stöcke. So, das haben wir. Waffenhalter, Sprengstofflager brauchen wir jetzt nicht. Kleiner Schrank, großer Schrank. Nein. Fell, Rüstung, Pfeilkorb, Knochen, Pfeilkörbe. Ja. Die gibt es nicht als größere Varianten. Ist in Ordnung. So, zweite Tür ist auch fertig. Stolz auf euch. Jetzt hab ich langsam Probleme, hier rauszukommen. Vielleicht solltest du das, den Schlitten auf der anderen Seite parken. Genau. Ja. Wäre vielleicht schlauer. Wo das ist nicht schlecht. Trockengestell. Ah, da. Ein paar Trockenstelle hinbauen. Ist in Ordnung. Kann man eigentlich auch Shift gedrückt halten, um mehrere zu bauen? Nee, natürlich nicht. Fliegt das erstmal alles weg, ey, geil. Ja, die Physik in diesem Spiel ist schon... Nett. Ich habe gedacht, ich könnte noch ein paar Stöckchen mit... Oh, nee, falsche Taste. Ich könnte noch ein paar Stöckchen mitnehmen, wenn ich die einfach umfahre. Das Gegenteil von umfahren ist umfahren. Ist auch mal wieder schön.
Habe ich auch irgendwo auf Instagram mal gesehen, so ein Meme. Ist ja auch nicht gerade unwahr, ne? Das sind Weisheiten, die findet man nur in Deutschland. Ups. Vogel. Oh, ich brauche dringend was zu essen. Oh, ich habe, ja, ich auch. Ich habe Durst und Hunger und ich habe untere Lebensenergie oder so. Wenig. Lebensenergie wenig ist der Gesundheit. Rote Balken links. Ja, ich weiß. Ja, Ausdauer ist das hellblaue, Durst das dunkelblaue, ne? Oder so. Ja, wenn du rennst, siehst du es ja, dass der hellblaue Balken dann runtergeht. Gibt noch drauf, da ist noch Platz drauf. Ich sehe es doch. Stopp's voll. Ja. Ich glaube, du kannst den Schlitten noch benutzen, während du die zwei Dinger trägst. Ernsthaft? Nee, kannst nicht. Okay. Dann war das mal früher so, als der Schlitten eingeführt wurde. Das war bestimmt ein Bug. Es gab sehr viele Bugs. Ja, ich weiß. Fehlerhaft ist es immer ein Bug, auf jeden Fall. Aber es gab einen sehr schönen Bug, der das Bauen so viel abgekürzt hat. Als der Schlitten neu war, du hast ihn gebaut und jemand anders hat ihn bewegt. Aber bei dir selbst wurde der Schlitten nicht bewegt, aber bei dem anderen schon. So hat der andere konnte in den Wald gehen, konnte die ganzen Baumstämme einlagern. Bei dem, der den Schlitten gebaut hat, da sind einfach die Baumstämme reingespawnt. Somit konnte der eine einfach mal ablagern, während der andere die ganze Zeit bauen konnte. Ohne dass man Weg gehen musste. War sehr lustig. Und guckt bitte nicht auf die Anzahl der Stöcke, die wir brauchen. Das ist ein bisschen. Ein bisschen übertrieben. 391. Du sollst ja nur ein bisschen veressen. Also, ich denke, wir sollen. Okay, mein Magen ist wirklich fast leer. Wir müssen jetzt mal auf Jagd gehen, Leute. Marina hat Hunger. Also, ich habe gerade was aufs Feuer raufgeschmissen. Ja, da musst du drauf achten. Ich habe keinen Snickers mehr. Ja? Oh, danke schön. Dann renne ich mal in vollem Mund wieder hin. Oh Gott, das sind Bäume im Wasser. Oh Gott, was hat Hiski hier aufgebaut? Huch, Alter. Oh Gott. Wir könnten es auch ganz einfach machen. Wir könnten ganz kurz was zu essen holen. Oh, erstmal Computer kaputt machen, ist in Ordnung. Wir könnten kurz auf die Yacht gehen. Links, ne? Da hinten. Wenn man von unserer Basis rausguckt, ist sie direkt rechts. Aber wenn man zur Basis guckt, ist sie links, ja. Nee, das ist ein Schiffswrack, okay. Das nennt man Yacht. Falsche Seite. Ich habe etwas Schiffartiges gesehen, aber das war das Schiffswrack auf der anderen Seite. Du meinst den Anker? Oder das? Nee, da hinten ist ein Wrack hinten. Das habe ich noch nie gesehen. Oh. Ich sehe halt Dinge, die sieht sonst keiner. Du sollst die Pilze absetzen. Erstmal aus der Regenerin. Wir müssen uns nur vor dem Hai in Vorsicht nehmen. Nehmen wir die Abkürzung, Buggy? Ja. Früher war hier auch die gute Axt, aber die ist mittlerweile nicht mehr da. Also ich bin schon runtergefallen. Wortwörtlich, ne? Ja. Erstmal die Kisten öffnen. Koffer öffnen. Findet man auch Essen und so alles. Und Kleidung. Immer diese Geräusche, die der Charakter manchmal macht, so zu. Eine Schildkröte. Brauchen wir. Verdammt. Musst wirklich den Kopf treffen. Nicht den. Genau. Weil wir brauchen den Panzer. Ja, für Trinkwasser, ne? Genau. Das ist wie ein. Echt pervers. Wenn Tierschützer das sehen würden, meine Herren. Liebe Peter, das ist. Wir müssen überleben, es tut uns nicht leid. Jemand hat seinen Panzer nicht mitgenommen? Hey, ich hab einen Panzer. Ja, der muss das ja meiner sein. Ich hab einen Panzer. Ja. Ups. Man kann nämlich nur eintragen, das ist das Problem. Alles andere kann man mehrmals tragen, aber einen Schildkrötenpanzer, nicht möglich. Kann man da was machen, außer dem Kopf mitnehmen? Kann man das Fleisch mitnehmen? Nee, leider nein. Seitdem nur. Guck mal, wir hatten hier drei Haie, da hätten wir voll das Fleisch gehabt, wenn das ginge. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Oh, Tennisball. Oh. Hast du einen Tennisball? Fang. Ja. Oh. Er hat mich getroffen. Hab
mich nicht. Ich hab voll daneben geworfen. Hä? Bei mir? Hä? Das sah bei mir so aus, als hättest du mich getroffen. Hier, fang. Ach, schon wieder daneben. Wo ist der Tennisball hin? Irgendwo hinterm Hai. Es ist nicht so leicht zu werfen, das ist das Problem. Man hat keine... Ich hab kleiner Stein gesammelt. Ah. Na, vermisst jemand seinen Laptop? Ach, da ist der. Ich habe den schon lange ganze Zeit Sag mal, lässt du wohl meinen Laptop in Ruhe? Ich habe den ganze Zeit gesucht. Na gut, jetzt ist er in drei Teile. Ja, okay. Was ist das für eine Schildkrötenwanderung hier? Was ist das da? Ach, das ist ein Korallenriff. Was ist mehr Fleisch? Ich sehe wieder Dinge. So, Schildkröte, schön, dich kennengelernt zu haben. Ich find's irgendwie seltsam, dass man, wenn man die aberntet, nimmt man den Kopf irgendwie mit, gefühlt. Aber dann liegt der Kopf einfach auf dem Boden. Und dann kann man den aufheben. Und der guckt den so süß an. Hallo! Oh Gott. Ich höre unsere Freunde wieder. Hallo! Ich schwimme da weg. Hinten. Einfach zur Yacht schwimmen. Okay, komm. Oh nein. Ist irgendwo ein Hai? Nee, ich sehe kein Hai, gut. Oh, Yacht. Oh. Ihr schafft das schon. Hier ist ein Rettungsring. Ich krieg ihn nicht zu euch, tut mir leid. Hä? Leertaste drücken. Ah. Wir können auch hier bleiben, oder? Hier kommen doch die Dings nie hin, die... So. Ja, schon, aber wir müssen jedes Mal... Wir können hier nichts drauf bauen, das ist das Problem. Ach, schade. Mhm. So. Ach, nicht dieses Foto. Ich habe irgendwas aufgesammelt, irgendwas Wichtiges. Was ist eine Packung? Ja. Und da steht Missing irgendein kleines Kind. Ja, Buggy, freut dich auf das Vieh. Viel Spaß. Was du gerade gesehen hast auf dem Foto. Ah, hier könnte man schlafen. Oh. Wie gesagt, hier hat man ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken, ein bisschen Geld. Also hier sind sehr viele Fotos. Mein Händen, ein Teddybär, oh nein. Hier hat man sogar einen Kopf. Verlier bloß nicht den Kopf, ne? Also guck mal, wenn man sich Essen zubereiten will. Wer kommt auf die Idee, einen Schädel, Ketchup, Senf? Was ist da noch für Zeug? Ich will gar nicht wissen, was es ist, aber das zusammen zu mischen? Ja, aber dreh dich mal um und guck mal auf den Tisch, dann siehst du, was da rauskommt. Achso. Ja, okay. Und noch Ketchup daneben, wollt ihr? Habt ihr schon die Kassette aufgesammelt und den Kassettenspieler? Nee, aber hier sind auch noch Marshmallows, ne? Nicht vergessen. Okay, hier. Okay, dann hab ich's auch aufgesammelt. So, jetzt einfach kack, zack. Man kann hier schlafen, Leute. Das habe ich gerade gesagt. Hast du gerade? Oh, ich hab's nicht gehört. Ich kenne das Problem, keine Sorge. Das ist nicht das erste Mal, dass man mir nicht zuhört. Und noch ein paar Seile. Oh, das ist super. Also da hinten. Wo waren jetzt die Marshmallows, von denen du gesprochen hast? Direkt neben der geschlossenen Tür. Neben der verschlossenen Tür. Die. Da komme ich gerade nicht ran, weil Buggy im Weg steht. Die USA-Packung. Nee, da kann ich nicht. Die kann ich nicht einsammeln. Nee, ich habe nur gesagt, dass da Marshmallows sind, mehr nicht. Achso. Ich habe gedacht, man kann die wirklich einsammeln. Ja, wäre cool. Dann zurückschwimmen. Und schwimmen. Und schwimmen. Und schwimmen. Wollt ihr euch mal beide einigen, in welche Richtung wir gehen? Achso, ich habe nur ein paar Seile eingesammelt hier irgendwie. Ach, Seile ist wichtig. Sehr gut, dass du sagst. Da lagen irgendwie welche. Das habe ich vorhin gesagt, ja. Da liegen Seile rum. Aber ich habe nicht gesagt, wo. Stimmt. Jo, ich höre die Hälfte nicht. Das ist unglaublich. Marsch hier antreten. Marina, das ist vollkommen normal, keine Sorge. Wenn man mit jemand zu anderen spielt und dann auch eine Aufnahme hat und so alles, dann ist die anderen zuzuhören, ja, manchmal nicht so leicht. Vor allem bei gewissen anderen Spielen, wo man dann absolut nicht mehr zuhört. Oh Gott. Das wird mal bei dem anderen Projekt dann lustig, ne?
Oh nein, es wird dunkel und ich kann nicht mehr. Ich brauche Essen. Warte mal, essen müsst. Ja, essen haben kann wir. Wir man haben ja jetzt eine viel Grille. sehen. Wir haben Snacks, sechs Snacks und ich habe sehr viel Fleisch, okay. Aber das Fleisch will ich aufhängen, weil das ist effektiver. Foggy! Ich sehe nur noch einen schwachen Feuerzeugschein am Horizont von dir. Kann ich mal laufen? Oder kann ich laufen? Ah, jetzt kann ich wieder laufen. Es gibt zwar später eine Taschenlampe, aber die funktioniert mit Batterien. Das ist ein bisschen doof. Wirklich? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen sage ich es ja. Ja, mal sehen, wenn ich heute nochmal ankomme hier. Es ist auch echt verdammt dunkel, ne? Also ja. Mit dem kleinen Schimmerlicht da. Was? Ich höre dich nicht mehr, es ist so dunkel. Diese ganzen Hammer, diese ganzen Baustellen, die wir da haben. Das ist fast wie Autobahnkreuz Aachen hier. Ganz. Ach Gott. Ich weiß nicht, warum das dieses Geräusch so laut ist und so. Was machst du da? Ich verschließe die Tür. Das kann man? Ja. Krass. Spiel hat sich voll weiterentwickelt. Wann hast du das? Kennst du die Let's Plays von Gronkh und noch Turbinator? Und ja, danach habe ich alles irgendwie nicht mehr. Aber da, seitdem wurde es nicht mehr weiterentwickelt, soweit ich weiß. Hm. Essen. Nom, 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 nom. Endlich Magen gefüllt. So, hat noch jemand Hunger? Weil da liegt noch ein Stückchen drauf. Nö, mein Magen ist voll. Ja, ebenso. Haben wir die nicht beiseite legen? Irgendwie? Leider nein. Hm. Hier gibt es keinen Kühlschrank. Das Kühlschrank, hier werde ich schlecht. Nee, deswegen sollten wir dann die erstmal die hinteren hier alle aufbauen. Und da das ich habe immer noch dann keine Stückchen eingesammelt. Stimmt. Befindet sich nicht hier irgendwas hier hinten beim. Marina, dein Schildkrötenpanzer. Ja, warte. Jetzt brauchen wir dann nur noch jeweils Stöckchen und dann. Hier die Stöckchen, da können wir unsere Sachen aufhängen. Die trocknen dann. Es ist besser als die zu rösten. Marina, ich würde dich bitten, die Abmoderation zu machen. Wir haben 23 Minuten gleich. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen alle drei, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt alle schlafen. Und dann tschüss. Gleich. 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 Es ist noch nicht so weit, das Problem. Soll ich so lange winken? Ich winke ganz an die Kamera. Ich das immer machen zum Ende der Folge. Schaut auch unbedingt bei Buggy und bei mir, bei Hiski vorbei, ne? Oder auch bei Marina, je nachdem. Ne? Ah ja, genau. Wir haben alle Kanäle sind natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier von Buggy Bird und von Hiski. Genau. Ja, tschö. Shirio. Ciao, ciao. Jemand hat noch nicht schlafen gedrückt. Das war ich. Kommt das jetzt in die neue Folge mit rein, oder? Nö, würde ich. Ich würde einfach schlafen, okay. Einfach so überspringen.